Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Foundation. Leute, wir sind schon richtig weit. Ich meine Folge 20, hallo. Wir haben das letzte Mal ja die schöne Brücke gebaut und jetzt können wir dann, also hier habe ich ja schon mal die Kirche soweit geplant. Und die wird, denke ich, jetzt nach und nach da etwas aufgebaut. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Richtig geil. Kirche, Folge 20. Perfekt. Da scheint sie auch noch. Ah, nee, ist nur die Sonne. Aber manche sind halt so mit Lehm und Dings. Manche sind nur mit Holz oben. Wahrscheinlich sind das schon die Next Generation. Manche sind noch gar nicht ausgebaut. Obwohl Attraktivität ist hoch, also. Daran liegt es, wenn nicht, also. Ah, keine neuen, ist aber auch nicht so dramatisch. Ja, das, der baut in der Luft so halb, ist ja egal. Jetzt kommt noch niemand, okay. Ah, ich habe auch noch genug andere Bauprojekte, ne? Also die ganzen. Sag schon, die ganzen Wohnhäuser sind ja auch noch nicht fertig hier. Okay. Das geht ja eigentlich. Oh, 10 mal Käse. Krass. Und 16 Brote. Haben wir doch ein bisschen was, ne? Das ist cool. Ah, der hat sich hier Eisen geholt. Eisenerz meine ich natürlich und Kohle. Was? Ach, genau, ich wollte noch ein Lagerhaus. Stimmt, das machen wir jetzt erstmal. Das ist sehr gut, dass wir noch mal ein Lagerhaus haben. So, die Kirche habe ich ja gesagt, die priorisiere ich jetzt erstmal nicht. Aber ja, wie gesagt, wir haben hier noch die ganzen Wohnhäuser, die noch nicht fertig gebaut sind. Die sind vielleicht erstmal ein bisschen wichtiger. So. Ja, natürlich mit dem kürzesten Weg zu allem möglichen, ne? Der Einsame. So, ich will mal gucken. Hatte ich eigentlich jetzt schon. Ja, die, ja, genau, die Schäferei habe ich auf jeden Fall schon mal, das letzte Mal, genau, perfekt. Genau, wenn wir die Schäferei dann haben, dann können wir die Weberei bauen und dann die Schneiderei und dann kriegen wir auch ein bisschen Klamotten und dann können wir nämlich einen Luxusgüterstand auf unseren Märkten integrieren und können die dann nämlich Kleidung verkaufen. Was dann auch noch mal zu mehr Glücklichkeit führt. Schmied. Können wir eigentlich nur mal gucken. Gibt es nicht auch
Oder kommt das erst später? Bienensucht, wie cool. Ja, die Waffenschmiede kommt erst noch. Da braucht man noch ein bisschen mehr... mehr... Königreich-Prunk. Ja, ja, jetzt werden hier die ganzen Wohnhäuser... Ja, wird ausgebaut. Oh, die werden ausgebaut. Das ist ja noch besser. Okay, alles klar. Ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen schneller laufen lassen. Ja, jetzt ja wirklich erstmal nur die ganzen Bauprojekte haben, die hier fertig werden sollen. Dun, 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 dun. Und so zwei Kühe hier. Ganz gechillt. Ja, keine 2,9, aber wir haben ja halt... Das hier hinten ist halt noch nicht attraktiv, weil die Kirche noch nicht steht. Aber wir haben auch erstmal noch genug Leute. Deswegen brauche ich das jetzt auch nicht da hinten zu priorisieren. Wir müssen hier erstmal das Lagerhaus und die Schifferei erstmal fertig kriegen. Vielleicht die ganzen Wohnhäuser hier auch endlich mal. Ist ja blöd, wenn die immer nur auf ihren Grundstücken stehen, ohne Haus. Nur mit Holz. Lager. Ja, die sind eigentlich auch ganz glücklich. Das ist sehr gut. Wenn es... wächst bis in die Dings rein, komm raus und los geht's mit Arbeit. Schon irgendwie lustig. Ja, es geht voran hier, sehr schön. Sehr, sehr gut. Hat hier hinten schon jemand was gemacht? Das weiß ich. Da kommt aber schon wieder so ein komischer Reiter. Jetzt erstmal langsam laufen lassen. Dann kommt gleich hier. Bittet um Audienz. Ja. Fisch. Muss ich ja mal gucken, welche Punkte ich am wenigsten habe. Die Kleruspunkte sind die geringsten und die haben aber... Hier brauchen wir auf jeden Fall demnächst Punkte, weil wenn wir die Kirche gebaut haben, haben wir hier... Kriegen wir hier, glaube ich, echt viel Prunk dazu. Ja, ich werde dem Klerus helfen. Und dann einmal den Fisch bevorraten. So. Jetzt muss einmal noch ein bisschen laufen hier. Warten, bis der Fisch bevorratet ist, dann kann ich den wegschicken. Und dann haben wir das auch. So kleine Ameisen, ne? Wenn man von Weitem guckt, so irgendwie niedlich. Ich weiß, ich habe auch keinen Wohnplatz momentan. Oder nicht wirklich. Okay. Spiel, geht's noch?
Ja, okay. Es hat sich kurz aufgehangen. Jetzt können wir das nochmal wegschicken. Perfekt, haben wir das erledigt. Jetzt glaube ich auch wieder ein bisschen langsamer laufen lassen. So, ich würde jetzt einmal die Schäferei kurz priorisieren, damit die einmal fertig wird. Ja, komm, lass mal es noch ein bisschen schneller laufen. Einmal wollte ich noch gucken. Prunk. Ich soll ein Bergfried war. Okay, dann müssen wir noch einen Bergfried. Da hatte ich ja eh vor, dass ich nochmal einen baue. Arbeiterschaft braucht einen Mark oder ein Herrenhaus. Okay. Herrenhaus wollte ich ja auch nochmal ein zweites bauen. Da oben einer steht, dann könnten wir vielleicht hier so einen noch mit hinsetzen. Ja, mach mal langsamer. Hölzerner Bergfried. Hier so mit einem hinbauen, so am Wasser. So. Das hier. Das brauche ich mir. Momentan brauche ich nur. Oh, so eine Treppe hatten wir auch noch nicht. Auch cool, ja, doch, machen wir mal so eine. Ist doch auch cool. Ein bisschen schräger, so. Okay. Und noch so ein Nebengebäude dazu packen. Das kann sogar mit der Ecke das Ding überschreiten. Das ist ja echt cool. So. Ich habe keinen Stoff, also die Puppen kann ich nicht nochmal bauen. Ich kann hier noch einen extra Eingang hinmachen. So. Ich denke, damit können wir erstmal. Zweimal Werkzeug und 138 Bretter. Okay. Baubeginn. Können wir das auf jeden Fall auch mit priorisieren? Dann kriegen wir da noch ein paar Punkte. Ein paar Prunkpunkte. Dann können wir nämlich, es fehlen nämlich nur noch diese Punkte, dann können wir Jagdhütte, neue und die Waffenschmiede. Das ist echt, das wäre auch richtig gut, wenn wir das dann hätten. So, ich lasse wieder vorspulen. War hier hinten schon jemand? Nö, sieht nicht so aus, ist auch okay. Hatte ich ja schon gesagt. Noch haben wir erstmal genug Einwohner. Oh, 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 oh. Guckt mal, die Wohnhäuser werden hier oben endlich ausgebaut. Erweitert. Sehr gut. Oh, Schäferei ist fertig. So, mal. Schäferei. Dann müssen wir einen freien und dann müssen wir gleich mal ein Schaf. Oh, zwei Schafe. Mäh. Oh, cool. Leute, die Schafe, die sind ja irgendwie Hammer. Okay, die Schafe sind irgendwie cool. Die haben was. Ja, doch, die Schafe, die haben was. Die Schafe sind lustig. Guck mal, die werden irgendwie dicker, die Schafe. Und die haben das wirklich gut animiert.
scharf. Das ist witzig. Okay, weiter geht's. Oh ja, jetzt können wir hier mal gucken. Ich will ja eigentlich immer erst ab Level 5 befördern. Aber okay, hier der Schreiner, der kann meinetwegen... Ja, okay. Ich glaube, ich muss da ein bisschen mehr abgrenzen. So. Dann kann man hier unten noch jemanden hochholen, Level 2. Und den dann Level 2. Genug Beförderung für heute. Wir brauchen ja auch Geld. Kann ja nicht jeden hier sofort befördern. So geht das ja nicht. Alles klar. Ah, guck mal, die Schafe sind voll fett. Oh, jetzt sind sie wieder dünn. Das ist so lustig. Ah, die Treppe steht schon mal. Die Tür und die Treppe. Die Tür, die ins Nichts führt. Das ist sehr gut, dass jetzt alle drei hier gleichzeitig hinkommen. Perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So hatte ich mir das vorgestellt. Schafstatue. Welche? Oh, die da hinten. Alles klar. Unsere Minusausgaben werden weniger. Ich hoffe, dass wir demnächst wieder Plus machen. Neue Militär. Mal kurz Pause. Schwer. Schwer ist, da müsste ich jetzt alle hinschicken. Ich glaube, ich müsste alle hinschicken. Wenn ich mein Herr ja, wenn ich die annehme, muss ich sie hinschicken und wenn ich es nicht hinkriege, dann ist verwundet. Nee, schwer, wenn die verwundet ist hier. Nee, das ist mir zu riskant. Doch zu riskant, dann jemanden hier noch zu verlieren. Das möchte ich nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Schwere Missionen. Nee. Erstmal, jetzt war ja auch ganz schön viel Minus hier, Leute. Guck mir nochmal einen Handel an. Handelswaren. Mach das hier mal ein bisschen runter. Wohnhaus fertiggestellt, können wir uns gleich mal angucken. Ah, ist das da, alles klar. Bretter brauche ich ja nicht durchweg immer. Ich mache das mal bis zu... haben wir 70 im Lager. Ich denke, das ist okay. Und Fisch. Ich denke auch so 70 im Lager. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh, das Lagerhaus ist fertig. Das ist perfekt. Dann können wir hier nämlich nochmal... Wo haben wir es denn? Holz einlagern. Und Steine. Und später kommt dann Wolle muss hier mit rein. Weil die haben wir ja jetzt hier. Die hatte ich, glaube ich, noch nirgends mit drin, die Wolle. Nee, das ist für Essen. Das sind Speicher. Nee, die Wolle muss hier mit hin. Obwohl, ich glaube, den mache ich vielleicht dann Wolle... Stoff und Kleidung machen wir hier mit rein. Einmal Holz auf jeden Fall mit hier unten hin. Weil davon haben wir ja echt viel.
dass hier oben schon mal fertig ist. Es schwebt jetzt in der Luft. Und der untere Teil, der braucht noch ein bisschen mehr. Genau. Okay, wir hätten vielleicht doch nicht so viele befördern sollen. Einfach, okay. Einfach viel mehr hin. Ich weiß nicht mehr, welche verwundet war. Welche waren verwundet? Elisabeth ist verwundet. Okay, Elisabeth kommt wieder raus. Elisabeth bleibt zu Hause. Wir können ja noch einen von den Neulingen hier mitschicken. Ja. Noch 5 Stück. Ja, die können erstmal losgehen. Oh, die Schafstatue. Wieder ist fertig. Alles klar. Zehn Bürger brauche ich dann, okay. Ah, hier hinten laufen sie. Tschüss, viel Erfolg. Ich hoffe hier, der Bergfried wird jetzt gleich noch fertig. Das wäre perfekt. Bergfried! 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 Ah, Leute, wir machen nur Minus gerade. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. So, ich mach das mal auf 50. Das auf 70. Mal gucken, was die alles kaufen. Nicht so viel. Ja, ich weiß. Ein Gesandter bittet um Audienz. Ja, können wir das Volk eigentlich auch mal machen. So, können wir gleich wegschicken. So, jetzt können wir den Fisch auch aufhören zu bevorraten. So. Mal erstmal ein bisschen was gekriegt. Ich habe den Fisch noch bevorratet. Ich glaube, das könnte vielleicht daran liegen. An Essen, ja, okay. Könnte jetzt mit dem Fisch vielleicht wieder ausgeglichen werden. Ich vergesse den immer aus der Bevorratung rauszunehmen, wenn ich diese Aufgaben mache. Ich hoffe, dass das klappt. Wie viel fehlt hier noch? Nicht mehr viel. Muss nur noch ein bisschen klöppeln. Ah, kommt schon. Wohnhaus ist fertiggestellt. Hey. Ah, super. Noch eins. Na, die haben nur ausgebaut. Okay, also größer. Vergrößert. Auch gut. Nehme ich auch. Alter, jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's aber auch richtig los hier.
Wir waren siegreich, alles klar. Erfolgswahrscheinlichkeit extrem. Okay, dann bleiben sie noch da, aber danach kommen sie wieder zurück. Danach wird es ja wieder schwer. Nee, nee. Schwere will ich noch nicht. Hey, wir machen Plus, Leute. Wir machen wieder Plus. Okay, vielleicht lag es wirklich an dem Fisch. Ich hoffe, dass es nur der Fisch war. Die Leute werden auch wieder glücklicher. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß. Ja, machen wir da ein bisschen Plus. Das ist ganz gut so. Ne, ich kann jetzt gerade nicht befördern. Tut mir sehr leid. Oh, wie sieht's aus hier? Wollt ihr mehr fertig werden? Es muss dann nur bestimmt noch einer kommen und hier ein bisschen was klöppeln, oder? Fertig, Wohnhaus fertig. Hey, das im Hang. Aber es ist gut. Okay, das ist sehr gewagt, die Tür dorthin zu machen. Ich hätte sie hier da so hingemacht, aber okay. No risk, no fun. Würde ich jetzt mal behaupten. Na kommt schon, irgendjemand muss mal herkommen. Ja, das ist nur der Sammler. Ja, sieht gut aus. Vielleicht wird er fertig. Bitte. Das wäre super. Ho, ho, okay, okay. Wir haben es wirklich fertig. Okay, hat eine Stufe am Freien. Haha, okay. Okay, also ich glaube, das backt hier gerade ein bisschen rum. Ah ne, ich muss alle wegmachen. Okay, ja, es dauert einen Moment. Yep, okay. Dann können wir jetzt nämlich gucken. So, die Jagdhütte gibt es auf jeden Fall. Es gibt das hier. Und natürlich den Waffenschmied. Natürlich schalte ich das alles frei. Was ist das denn für eine Frage? Perfekt, neue Zone. Jagdgebiet ist verfügbar. Oh, wie cool. Okay, das ist cool. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge erkunden und bauen und uns näher angucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es am Anfang eher so ein bisschen laufen lassen war. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid, dann hoffentlich bald mit einer Jagdhütte und einem Waffenschmied. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich verlinke euch hier auch wieder die Playlist, falls ihr noch mehr Videos schauen wollt. Ich freue mich und dann bis zum nächsten Mal.